Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarulis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Was haben Madonna, der Boris Becker und der Til Schweiger gemeinsam? Sie haben alle drei ein künstliches Hüftgelenk. Normalerweise heben die 25 Jahre, aber manchmal machen sie vorher Probleme. Und was denn? Wir besprechen es in der heutigen Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Themawechsel. Sitzen, das ist das neue Rauchen. Es schadet nicht nur im Körper, es schadet auch der Psyche. Und in der Schweiz sitzen die Leute viel, viel länger, als es gut ist. Ja, so ein bisschen wie das Rauchen, da ist vielleicht der Vergleich, ein Rattenschwanz an Problemen hinter sich ziehen kann. Studenten der Universität Zürich. Hier ist Sitzleder gefragt, denn ein Studium ist mit Fleiß verbunden. Und viel Lernen bedeutet meistens viel Sitzen. Kannst du vielleicht mal erzählen, was ist für dich das Hauptproblem, jetzt, wo du kommst? Ja, also genau, ich habe jetzt diesen Sommer mein Studium abgeschlossen als Primarlehrerin und ich bin einfach so viel gesessen im Studium. Rachel Bühler hat nun ein Diplom in der Tasche. Der Preis dafür, starke Verspannungen im Rücken. Und kannst du mal zeigen, wo tut es dir denn jetzt am meisten weh? Ja, also es ist eigentlich vor allem so der Bereich da unten, ja. Wo einfach so unter den Rücken. Ja, genau. Und dann halt bei der Schulter bin ich einfach sehr verspannt. Mhm. Also dann habe ich gemerkt, sie hat so ein bisschen, also den Kopf aufgestrahlt. Ich habe oft auch so ein bisschen Kopfweh bekommen und im unteren Rücken habe ich es dann auch angefangen zu merken. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, ich muss irgendetwas machen, sonst wird es immer schlimmer. Rückenschmerzen, der Klassiker unter den Beschwerden, ausgelöst durch langes Sitzen. Wenn man es von der muskulären Seite her anschaut, ist es so, dass zum Beispiel die Brustmuskulatur sich häufig verkürzt, die Hüftbeugemuskulatur sich verkürzt, weil man immer in dieser Position innen ist. Dann gibt es Muskeln, die sich eher versteifen, oder zum Beispiel die, die den Kopf haben, im Nacken, der untere Rücken. Das heisst, das kann zu Schmerzen führen. Eine europäische Studie zeigt, Vielsitzer sind in der Regel junge und nicht Senioren. Von den 18- bis 24-Jährigen verbringen fast 60% zu viel Zeit sitzend. Die Auswirkungen erlebt Allgemeinmediziner Alexander Janssen vermehrt in seinem Berufsalltag. Viele junge Patienten um die 25, 30 kommen und sagen aus dem Homeoffice, sie bewegen sich nicht mehr und haben dann ja auch mentale Probleme wie Depressionen oder Ähnliches, ja, was sicherlich natürlich nicht direkt mit dem Sitzen, aber indirekt mit dem Mangel an Bewegung und mit dem Mangel an Abwechslung dann auch zusammenhängt. Mit zunehmendem Alter drohen Vielsitzern Herz-Kreislauf-Probleme. Da große Muskelgruppen beim Sitzen ruhen, werden Stoffwechselprozesse heruntergefahren und weniger Kalorien verbrannt. Das hat natürlich auf viele Dinge einen Einfluss, wie auf unser Gewicht, je nachdem wie viel und was wir essen, als auch auf andere Dinge wie den Blutdruck, Cholesterinwerte, Zuckerwerte. Und dadurch könnte man sagen, langes Sitzen hat indirekt über einen Bewegungsmangel letztendlich, einen Aktivitätsmangel, trägt das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. Ja. Es ist der Preis, den wir zahlen für die technischen Hilfs- und modernen Kommunikationsmittel, welche unseren Alltag erleichtern. Rund 6 Stunden sitzen Schweizer täglich. Würden wir uns daneben mehr bewegen, so könnte der Körper die Sitzphasen besser wegstecken. Er würde sie haben, die Kapazität, aber sie ist nicht geformt. Der Alltag verlangt von uns nicht mehr die Bewegung, die der Körper eigentlich würde brauchen, dass er eben auf die Belastungen dann nicht gewappnet wäre. Das ist eigentlich der Grundsatz der Problematik. Ist man täglich mehrere Stunden an einen Schreibtisch gefesselt, so sollten daneben genügend Freiräume geschaffen werden für körperliche Aktivität. Ebenso hilft es, den Arbeitsplatz ergonomisch gut einzurichten. Dazu gehört ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, und das ist sehr wichtig, sind kurze Bewegungspausen. Sei es Atemübungen, indem man tief einatmet, sich öffnet und gut wieder ausatmet. Oder Mobilisationsübungen.
Zum Beispiel auch Strecken tut nur schon gut. Auch die Art und Weise, wie ich telefoniere. Wie habe ich den Hörer? Oder habe ich eine Anlage, wo ich entlastet bin und kann mich während dem Telefonieren bewegen? Das sind wichtige Aspekte. Das ist schlussendlich dann immer die Anregung vom lokalen Stoffwechsel. Und der tut muskuläre Verspannungen vorbeugen. Und natürlich sind auch Stehpausen empfehlenswert. Vorausgesetzt, man gestaltet diese sinnvoll. Und jetzt reden wir über künstliche Gelenke. Und ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, die haben meistens über 25 Jahre, für viele Leute, also bis am Ende des Lebens. Aber manchmal machen sie vorher Probleme. Warum ist das so? Und was, wenn man so eine Prothese ersetzen muss? Der Oberschenkel nicht haben, der tut einknicken, kann nicht richtig ab draufstehen. Also wenn ich Gewicht drauf gebe, hält es einfach nicht. Dann muss ich eine Stufe nach der anderen nehmen. Raymond Diebold braucht zwingend ein neues Hüftgelenk. Die erste Prothese wurde ihm vor 8 Jahren eingesetzt. Bereits wenige Jahre nach dem Eingriff äußerten sich Beschwerden und diese wurden zunehmend größer. Ich habe auch in der Nacht ein Problem, wenn ich schlafe, habe ich Schmerzen an der Hüfte, am Hüftgelenk. Und von dort her, es ist schon eine sehr unbefriedigende Situation. Also ich lebe eigentlich täglich mit dem Schmerz. Trotz Physiotherapie und Muskeltraining nahmen die Beschwerden in den letzten Jahren konstant zu. Dass eine Hüftprothese nur wenige Jahre hält, ist eine Seltenheit. Etwa 0,5% aller Hüftoperierten erleiden das gleiche Schicksal wie Raymond Diebold. Ich bin natürlich schon ein bisschen irritiert, weil ich einen Zwillingsbruder habe. Und der hat vor 3 Jahren eine Operation gemacht und hat nie ein Problem gehabt. Der tut jetzt Sport treiben, extensiv. Also er hat überhaupt kein Problem. Und das haben viele kein Problem. Warum muss Raymond Diebold 8 Jahre nach dem ersten Eingriff bereits wieder unter das Messer? Hüftspezialist Patrick Zink wird die bevorstehende Operation beim pensionierten Journalisten vornehmen. Er begutachtet das Resultat der ersten Hüftgelenk-OP, welche von einem Berufskollegen durchgeführt wurde. Das ist eigentlich gerade eines der ersten Röntgenbilder, die man gemacht hat nach der Hüftprothese-Implantation. Und das ist so, wie es aussehen soll. Man sieht die Pfanne, den Kopf und den Schaft, der im Knochen, im Oberschenkelknochen verankert ist. Eine einwandfreie Operation vor 8 Jahren. Und doch präsentiert sich heute eine Prothese, die sich gelockert hat. Erkennbar unter anderem daran, dass der Schaft nicht mehr in der Mitte des Knochenkanals liegt. Wenn man es genauer anschaut, sieht man, dass die feine Knochenstruktur nicht mehr überall bis an die Oberfläche der Prothese geht und es eben einen Saum gegeben hat, einen Zwischenraum rund um die Prothese herum. Das heisst, die Prothese, der Schaft, ist nicht mehr richtig verankert. Im Normalfall wird eine Hüftprothese wegen Verschleißerscheinungen ersetzt. Sie kann dann bis zu 25 Jahre halten. Ein Infekt ist eine mögliche Ursache, dass die Gelenkprothese frühzeitig revidiert werden muss. Es gibt Prothesen, die zum Beispiel früh lockern, wie im Fall von Herrn Diebold, weil sie wahrscheinlich nie korrekt eingewachsen sind. Das ist äußerst selten, das ist im Promillebereich, ist aber etwas Bekanntes und Typisches. Vor einem Jahr war Sandro Erbe in einer identischen Situation wie Raymond Diebold. Auch seine Prothese hatte sich frühzeitig gelockert, trotz korrektem ersten Eingriff. Die Beschwerden kamen bei ihm überfallartig, als er vom Fahrrad stieg. Es war so, wie wenn man einen Knochen gebrochen hat. Oder sagen wir jetzt, wie einen Finger gebrochen. Dann hat man so einen diffusen Schmerz. Diesen Frühling, rund 10 Jahre nach dem ersten Eingriff, folgte die Revision. Ja, aufsteigen geht wieder wie neu. Und keine Schmerzen wie voran. Vorher hatte ich einfach Schmerzen. Noch fehlen verlässliche Erkenntnisse, warum sich bei ganz wenigen Patienten eine Prothese frühzeitig lockert.
Ein Infekt als Ursache konnte bei Sandro Erbe wie auch bei Remo Diebold ausgeschlossen werden. In seinem Falle könnte jedoch eine spezielle körperliche Konstellation dazu beigetragen haben. Er hat ein Bein, das relativ weit weg ist vom Becken. Das ist seine Physiologie. Das heisst, wir haben hier grosse Distanzen und das bringt grössere Hebelkräfte und grössere Belastungen aufs Implantat. Bei Sandro Erbe gibt es keinen spezifischen Grund, dass die Prothese schlecht eingeheilt war. Das Wichtigste, er kann wieder ohne Einschränkungen seinen Alltag bewältigen und sogar anpacken. Der pensionierte Hauswart hilft regelmäßig mit in einer Spedition für Büromöbel. Es ist kein Problem, hier zu lupfen. Natürlich eben mit der richtigen Stellung. Und dann, ja, ohne Schmerzen geht das prima. Die Rückkehr in den beschwerdefreien Alltag erforderte jedoch mehr Geduld als nach der ersten Hüftoperation. Bei der ersten Operation bin ich natürlich gerade voll gelaufen. Aber auch das Stück einfach. Aber das war eben das Mal nicht, weil ich einfach nicht auch können, belasten konnte. Dann natürlich so müssen laufen, immer Schritt für Schritt. Und dann nicht, einfach nicht dürfen abstehen auf dem Fuss. 6 Wochen konsequent Teilbelastung mit nur dem Fuss aufsetzen, sodass man eigentlich am Körper die bessere Voraussetzung schafft, dass der Bereich Schaft und Knochen Ruhe hat, sodass der Knochen sauber an den Schaft wachsen und der Schaft einwachsen. Sandro Erbes neue Prothese erfüllt also ihren Zweck. Dieses Mal hoffentlich länger als nur 10 Jahre lang. Dass Remo Diebold bald wieder schmerzfrei gehen kann, davon ist ebenso auszugehen. Auch bei ihm bleibt ungewiss, ob die Revision langfristig für eine gute Lebensqualität sorgen wird. Herr Erbe, es ist jetzt ein halbes Jahr her seit dieser Operation. Ist immer noch alles tipptopp, schmerzfrei? Ja, tipptopp. Also, ja, ist wie neu. Sehr, sehr schön, natürlich. Ja. Jetzt haben Sie 6 Wochen teilbelasten. Ist das schwierig gewesen? Nein, gar nicht. Ich habe mich einfach alles gehalten, was man mir vorgegeben hat. Ja. Dr. Zink. Und also immer Stück? Ja, ja, immer Stück. Und ja, so ist es auch gut gegangen. Und man einfach nicht weit laufen, natürlich. So. Ja. Die Schränke war das eigentlich nicht für mich. Ja. Wie merkt man eine Lockerung? So eine Frühlockerung, die wird zunehmend symptomatisch. Man merkt es nicht ganz klar, eindeutig. Es sind Patienten, die nach einem Jahr sagen, doch, ich habe profitiert, es geht mir viel besser jetzt nach der Operation. Aber sie haben noch solche Restbeschwerden. Mhm. Und die Restbeschwerden sind nachher der Grund, dass man den Patienten weiter begleitet, alle anderen Möglichkeiten ausschliesst, versucht zu behandeln und einen Erfolg verbuchen damit. Und erst mit der Zeit, wenn man das begleitet und sorgfältig systematisch abklärt, kristallisiert sich es dann raus. Und wie man es dann am Schluss auf dem Röntgenbild gesehen hat, wird es offensichtlich. Ja, und dann muss man immer operieren. Immer ist stark formuliert. Der Patient hat einen Leidensdruck, er ist eingeschränkt, er hat eine schlechte Lebensqualität und die richtige Behandlung, die das aus dem Weg schafft, das ist eine Revision. Also nochmal Prothese operieren und einen neuen Schaft setzen. Das ist das korrekte, richtige Vorgehen. Und weiss man bei Ihnen, wegen was das passiert ist? Nein, so genau weiss man das halt nicht. Weil es kann einfach passieren. Es ist passiert, da gibt es nicht eine klare Ursache. Aber zum Beispiel können auch Infektionen die Ursache sein. Wie können plötzlich so Infektionen stehen an einem künstlichen Gelenk? Infektionen können auftreten früh nach der Operation. Dann ist der häufigste Grund eine Verunreinigung während der Operation. Mhm. Ein anderer Grund ist, dass der Patient irgendwo anders im Körper eine Infektion hat, die dann streut, wie wir sagen, über die Blutbahn den Weg zum neuen künstlichen Hüftgelenk findet. Und dieser Weg ist leider auch immer möglich, auch nach 5 oder 10 Jahren nach der Operation. Das heisst, entweder durch die Operation oder durch einen Infekt, den man sonst irgendwo hat. Also eine Zahnentzündung oder eine Blasenentzündung oder so könnte Probleme machen. Das ist richtig, ja. Mhm. Wie lange ist es gegangen, bis Sie wirklich total fit waren? Ja, so, ich würde sagen, 15 Wochen etwa so.
Ja. Dann, nach 12 Wochen habe ich schon gemerkt, ja, jetzt geht es wieder besser, es geht aufwärts. Und ja, so nach etwa 15 Wochen konnte ich wieder Velo fahren. Gibt es Sachen, die man nicht machen sollte, wenn man ein künstliches Gelenk hat? Also muss man schonen? Man muss nicht schonen. Schonen ist vielleicht das Thema in den ersten paar Wochen nach der Operation. Aber nachher ist das künstliche Hüftgelenk für all das da, was man von einem normalen Leben erwartet. Das heisst, es ist da zum Sport machen, es lässt das auch zu. Und natürlich alles Übermäßige ist auch sonst nicht sinnvoll. Und von dem her muss man sich nicht einschränken, sondern eigentlich die gute Lebensqualität geniessen. Und wie lange hält ein zweites künstliches Gelenk? Dort kann man sagen, man kann eigentlich den Kilometerstand wieder auf null zurückstellen. Und das wird etwa gleich lang haben wie das erste im guten Verlauf. Und Sport treiben mit einem künstlichen Gelenk ist auch sinnvoll? Das ist sinnvoll und für das ist es da. Und das brauchen Sie auch? Velofahren ist wieder angesagt? Ja, ja, auf jeden Fall. Das war mein Wichtigstes. Und der Dr. Zink hat gesagt, ja, wir werden Sie wieder aufs Velo zurückbringen. Das ist schön, das freut mich, Herr Erbe. Ja. Dankeschön vielmals, dass Sie bei uns sind. Und ganz herzliches Dankeschön auch an Professor Zink. Und weitere Informationen finden Sie in einem Interview in der Schweizer Familie. Und am 13. Dezember gibt es einen öffentlichen Vortrag über das Thema Revision von Hüftgelenksprothesen, und zwar an der Universitätsklinik Balgrist. Infektionen können nach einer Operation oder auch nach einem Unfall passieren und treffen nicht selten Knochen und die Muskeln. Das führt oft zu chronischen Schmerzen und auch eingeschränkter Lebensqualität. Und es braucht enorm Geduld, bis man das Problem wieder im Griff hat. 2019 fährt Stefan Pulm genüsslich auf seiner Harley durch Frankreich. Und dann schneidet ein Auto die Kurve. Emotional der Schmerz, mit dem man umzugehen hatte. Und dass man eben tatsächlich halt lernen musste, dass man für eine längere Zeit außer Gefecht sein wird. Wie lange? Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht. Stefan Pulm erleidet einen offenen Unterschenkelbruch mit Infektion. Fast 2 Jahre dauert es, bis er wieder gehen kann. Mario Morgenstern, Katinka Wetzel und Martin Klaus begleiten ihn durch die schwierige Zeit. Im Zentrum für muskuloskeletale Infektionen wird er als Komplexpatient interdisziplinär und gleichzeitig durch viele verschiedene Spezialisten behandelt. Es ist nicht der plastische Chirurg, der ästhetische Chirurgie macht. Es ist nicht der Infektiologe, der sich um Viruserkrankungen wie Covid-19 kümmert. Es ist nicht der Chirurg, der primäre Prothetik oder Sportorthopädie macht, sondern es sind die Leute, die sich in einem interdisziplinären Team finden, um diese Komplexpatienten zu betreuen. Zuerst bekommt er einen Marknagel zur Stabilisierung. Doch ein Knochenteil lebt nicht mehr. Zusätzlich kommt es zu einer Infektion. Wir haben eine chronische Infektsituation und ein totes Stück Knochen. Und aufgrund dessen haben wir dann gemeinsam mit Herrn Pulm die Entscheidung getroffen, eine Revisionsoperation durchzuführen. Das heißt, eine Operation, um die Infektion zu sanieren und den toten Knochen zu entfernen und die Kontinuität des Knochens wiederherzustellen. Das abgestorbene, infizierte Knochenstück wird abgeschnitten, das Schienbein durchtrennt und ein Fixateur angelegt. Eine Woche später wird mit einem Transportfixateur das freie Segment des Schienbeins in den Defekt hineingezogen, mit einer Geschwindigkeit von maximal 1 Millimeter pro Tag. Der durch den Transport frei werdende Defekt wird durch den sich neu bildenden Knochen, den Callus, immer wieder selbst gefüllt. Ist der Segmenttransport abgeschlossen, muss der neue Callus nachreifen. Wir haben hier 5,5 cm von dem toten Knochen entfernt, haben dann dieses Gestell angelegt und haben in der Operation dann auch den Knochen hier oben durchtrennt, damit man, wie in der Animation zu sehen kann, dann diese Callus-Distraktion durchführen kann. Schlafen nur auf dem Rücken. Kein Drehen wegen Verletzungsgefahr. Schmerztherapie. Über die Eintrittsstellen der Metallstifte darf es keine Infektion geben. Der Fixateur muss täglich intensiv gereinigt werden.
Lange 15 Monate und 15 Tage dauert es, bis der Fixateur endlich entfernt werden kann. Katinka Wetzel hat Stefan Pulm über diese lange Zeit psychologisch begleitet. Der Patient muss die komplexe Behandlung mittragen. Es sind viele Problematiken dabei, wo es um Schmerz geht. Es sind sozioökonomische Faktoren, die es aufzugreifen gilt. Es ist auch eine Belastung für die Gesamtfamilienstruktur zum Beispiel. Dann ist es auch manchmal mit Gliedmaßenverlust oder drohenden Gliedmaßenverlust ist ein Thema. Sprich, das sind immer wieder auch so Phasen, wo psychisch Krisen passieren können, wo man akut reagiert. Oder aber auch sozusagen die Ressourcen stärken darf und soll, um auch so eine lange Behandlung miteinander zu gehen. Unfall, Schmerzen, Auswirkungen auf Familie, Arbeitsleben und Freizeit. Aufgeben war für mich gar kein Thema. Wenn der Kopf des Patienten nicht mitmacht, kann auch der beste Arzt hier im Klinikum nichts retten. Und was motiviert die Ärzte bei ihrer Arbeit im Zentrum? Ich bin Chirurg, weil ich sehr gerne mit meinen Händen arbeite. Und bei muskuloskeletalen Infektionen hat man große Herausforderungen, operative Herausforderungen, aber auch Herausforderungen in der gesamtheitlichen Behandlung des Patienten. Ich liebe Herausforderungen, auch die über eine längere Zeit gehen können, wo ich auch in all meinen Fähigkeiten gefordert bin, mich da auch ein Stück weit beweisen kann. Und das in so einem Team zu machen, wie es bei uns im Moment läuft, ist das perfekt für mich. Endlich wird der Fixateur entfernt, das Bein hält. Die ersten Schritte ohne Schmerz wird Stefan Pullen nie vergessen. Schluss mit Motorradfahren? Nein, ich bin bis zu dem Horrorunfall eben 41 Jahre halt problemlos gefahren. Harley fahren gehört sicherlich wieder dazu, weil meine Frau fährt auch. Und ich habe aber keine Angst, das werden wir gemeinsam genießen wollen. Das war's gsi für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und adieu miteinander. Manchmal kommt ein Schicksalsschlag, der das ganze Leben verändert. Wie schafft man denn, positiv zu bleiben? Wir haben ein paar eindrückliche Geschichten für Sie parat in unserer Weihnachtssendung. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Violje, mehr als Labormedizin.